Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Du Chris, ja. Warum haben wir denn den Riss jetzt nicht geschweißt, sondern so komisch vernietet? Naja, der Riss am Kotflügel gehört zur Fahrzeughistorie irgendwie dazu. Deswegen sollte er nicht ganz verschwinden, zumal man beim Schweißen auch den schönen Ohrringlack einfach kaputt gemacht hätte. Deswegen diese Lösung eigentlich ganz cool geworden und ich find's hat Charme. Wie dem auch sei, wir bauen jetzt das gute Stück an und bei der Gelegenheit schauen wir uns den Heckaufbau vom Star mal genauer an. Falls ihr vor demselben Problem steht, wir haben hinten kleine dünne Bleche eingelegt, entsprechende Löcher gebohrt und dann vernietet. Wichtig ist, dass ihr am Ende des Risses auch ein Loch bohrt, um zu verhindern, dass dieser weiterreißt. Auf dieser Seite war das nicht mehr nötig, denn das untere Blech ist schon vollständig gerissen. Die Nieten haben wir dann mit etwas Rosteffektlack eingepinselt, damit diese nicht ganz so hervorstechen. Für den Aufbau beginnen wir mit dem Kettenkasten. Wie das funktioniert, haben wir mittlerweile schon oft genug gezeigt. Deshalb werden wir hier nur einmal drüber fliegen. Doch vorher eine Besonderheit der Kettenschläuche, die Einbaurichtung. Durchforstet man das World Wide Web, findet man zügig die Aussage, die bedruckte Seite muss nach außen zeigen. Bei der Menge an Herstellern, die es mittlerweile gibt, raten wir euch davon ab, euch darauf blind zu verlassen. Schaut lieber direkt nach, wie der Kettenschlauch eingebaut werden soll. Hier kann man gut sehen, dass der Schlauch auf der linken Seite breiter wird, die Führung der Kette aber gerade durch den Schlauch läuft. Damit diese Führung auch so arbeiten kann, wie sie soll, ist es wichtig, ihn richtig herum einzubauen. Die breite Seite gehört nach außen. Ein weiterer Hinweis ist die Befestigung. Der Schlauch hat an drei Seiten, oben, unten und außen, eine kleine Kante. Diese greift an den drei Seiten vom Luftleitblech. Wer möchte, kann auch jetzt schon etwas Fett in den Kettenkasten bringen. Allerdings kann man das auch später machen. Wenn alles vormontiert ist, geht es ans Moped. Auf beiden Seiten montieren wir die Kettenspanner. Hier könnt ihr euer Moped ein wenig individualisieren und Bauteile farblich abstimmen. Dann kommt auch schon der Kettenkasten. Die Möglichkeiten, um diesen einzubauen, sind fast schier endlos. Aber nur eine ist die richtige: oberhalb und unterhalb der Schwinge. Schaut, dass die Achsverlängerung weit genug durch den Kasten schaut und die flachen Seiten nach oben und unten. Sie führen die Achse und müssen in das Langloch der Schwinge greifen. Bevor nun aber das Rad eingebaut werden kann, müssen wir uns um die Bremse kümmern. Den inneren Kontaktschalter brauchen wir nicht mehr. Wir werden später einen externen Bremslichtschalter einbauen. Bevor wir die Bremse aber komplettieren, hängen wir als erstes den Bodenzug ein. Im Teil, in dem es um den Frontaufbau ging, haben wir es schon angesprochen. Die Auswahl der richtigen Bautenzüge ist sehr wichtig bei den Star-Modellen. Schaut daher noch einmal rein, falls etwas unklar sein sollte oder ihr nicht wisst, welches Set nun das Richtige für euch ist. Martin hat sich dazu entschieden, die Bremse mit den innenliegenden Hebel weiter zu nutzen. Nachdem alles verbaut und gesichert ist, kann die Bremse zusammen mit dem Rad eingebaut werden. Die Bremse wird in die Narbe gesteckt und das Rad in den Mitnehmer. Sollte das Rad hier absolut nicht rein wollen, werft mal einen Blick auf den Mitnehmer selbst. Bei neueren Mitnehmern ist es so, dass die Löcher konisch zusammenlaufen. Geht dieser also schon schwer auf das Ritzel, ist dieser bei den falschen Löchern und er sollte dann um ein Loch verdreht werden. Sitzt alles an seinem Platz, verbauen wir das Distanzstück. Die lange Seite zeigt dabei nach außen. Das ist wichtig, da sich beim Einstellen der Spur das Distanzstück zusammen mit dem Rad bewegt. Es dient an der Stelle als Verdrehsicherung der Bremse und muss deshalb auch auf beiden Bolzen sitzen. Passt hier etwas nicht oder sitzt nicht richtig, wird sich in unserem Fall bei der ersten Bremsung der Zug aufwickeln und die Bremse voll anziehen. Auch dies ist wieder ein Bauteil, bei dem es viele unterschiedliche Variationen gibt. Die gefettete Achse kann dann eingeschoben und lose verschraubt werden. Hier müssen wir erstmal nichts festziehen. Das machen wir erst nach allen Einstellarbeiten, die noch auf uns zukommen. Beachtet, dass ihr das Moped jetzt nicht mehr schieben dürft. Die Kette würde sich, solange der Motor fehlt, im Kettenkasten zu einem Knäuel aufwickeln und diesen zum Platzen bringen. Beim SR4 gibt es zwei verschiedene Hinterrad-Bremsausführungen. Dazu hatten wir in einer der vorherigen Videos schon mal ein paar Infos gebracht. Wir haben uns jetzt letztendlich dafür entschieden, die alte Bremse weiter zu nutzen. Ihr müsst euch dann entscheiden, spätestens beim Teilebestellen, was wollt ihr eigentlich, denn die Bauzüge sind ja auch unterschiedlich lang. Neben dem etwas kürzeren Bremshebel hat die alte Bremse auch noch den Nachteil, dass das Ganze ein bisschen pummeliger ist. Und wir zeigen euch jetzt eine Möglichkeit, wie man das halbwegs hier vorne montieren kann, ohne dass man sich dabei die Pfoten bricht. Zunächst bauen wir dafür den Hebel an der Fußbremse wieder ab.
Bei der innenliegenden Bremse haben wir hier einen Gegenhalter mit einem Gewinde. Bei der außenliegenden hat der Gegenhalter nur eine Vertiefung für den Bowdenzug. Der Gegenhalter wird dann in seine Position geschoben und gehalten. Der Bowdenzug kann hier eingeschraubt werden. Schraubt die Einstellschraube ganz in den Gegenhalter ein. Jetzt kann der Zug in den Hebel eingesetzt werden. Das kleine Loch für die Feder sollte dabei nach außen schauen. Alles wieder auf den Bremshebel verschrauben und der Zug ist vollständig montiert. Eingestellt werden muss hier noch nichts. Vorher müssen wir Kettenspannung und Spur einstellen. Die Feder fehlt noch für die Bremse. Diese hängen wir in den Gegenhalter mit ein. Lasst euch nicht irritieren, der Bowdenzug hängt noch etwas komisch. Das muss er aber auch, denn das Hinterrad ist noch nicht eingestellt und dafür brauchen wir noch etwas Luft. Als nächstes kommt der Kotflügel. Hier sollten wir eigentlich gleich das Kabel mit einbauen. Das sparen wir uns aber noch, denn wir wollen dies gerne zusammengefasst im Elektrikteil machen. Dafür montieren wir erstmal den Gepäckträger und verschrauben diesen mit Unterleg, Federscheibe und Mutter. Der Griff am Gepäckträger ist optional. Alternativ gibt es auch einen Aufbockgriff an der Seite. Das Befestigungsloch ist bei uns aber noch so schön mit dem Plastikknopf verschlossen, das bleibt doch so. Der hintere Kotflügel kann jetzt eingebaut werden. Als erstes setzen wir oben die beiden Schrauben an, damit das Schutzblech nicht mehr so umherwackelt. Jetzt schrauben wir die letzten vier Schrauben ein. Diese untere hier ziehen wir aber nicht fest. Hier wird später das Massekabel der Batterie angeschraubt. Kommen wir zu einer Dauerdiskussion, dem Sitzbankschloss. Auch unser Schloss will nicht in den Rahmen passen. Diese Fläche müssen wir gleich ein wenig bearbeiten. Das Sitzbankschloss wird mit zwei Schließhaken geliefert. Dieser ist für den Seitendeckel der S51 und dieser für die Sitzbank der SR4 Modelle. Wie eben schon erwähnt, feilen wir hier etwas die Seite ab. Wenn es dann passt, setzen wir die Hülse ein. Achtet dabei darauf, dass diese Aussparung nach oben links zeigt. Wenn es nicht ganz passt, helft gerne etwas nach. Auf der Rückseite legen wir die Unterlegscheibe auf, gefolgt von der Mutter. Zieht die Mutter vorsichtig fest. Als nächstes kommt der Schließzylinder. Diesen fetten wir auch etwas ein, um Feuchtigkeit fernzuhalten und dass alles geschmeidig läuft. Man hört immer wieder davon, dass der Schließhaken nicht passt. Schauen wir mal, ob das bei uns auch so ist. Dazu schrauben wir die Sitzbank an und geben schon mal einen Tropfen Öl an das Scharnier. Glück gehabt. Bei uns passt das Schloss wunderbar. Werfen wir aber nochmal einen Blick auf die untere Seite der Sitzbank. Na, haben wir was vergessen? Wie es halt immer so ist, man vergisst immer was, ne? Bei den Gummiteilen bleiben wir aber. An unserem Gepäckträger fehlt noch das Spannband. Hier gibt es ein paar Optionen. Die alte Ausführung mit dem geschlossenen Haken oder mit dem offenen. Auch bei der Wahl des Gummis könnt ihr euch zwischen dem geriffelten oder dem etwas stabileren glatten Gummi entscheiden. Das Einfädeln ist recht einfach. Schaut euch das hier einfach ab. Stellt die Länge richtig ein und hängt den Haken am Gepäckträger ein. Bevor sich nun einige wundern, ja, der Haken ist so richtig herum. Der Karton ist kein schönes Beispiel, aber es verdeutlicht trotzdem, warum der Haken so herum montiert werden sollte. Hängen wir ihn andersherum ein, kann es passieren, dass euer Gepäck gegen den Haken drückt. Ist genug Gewicht drauf und die Bodenwellen der Straße ungünstig gelegen, kann es passieren, dass der Haken vom Rohr gedrückt wird und ihr eure Fracht verliert. Dies kann besonders für den nachfolgenden Verkehr auch schnell mal gefährlich werden. Ist der Haken andersherum montiert, kann dies nicht passieren. Aber manchmal sind es keine Dinge, die wir zusätzlich transportieren, sondern auch mal den Freund oder die Freundin. Damit diese ihre Füße abstellen können, fehlen bei uns noch die Sozius-Fußrasten. Hier könnt ihr euch farblich wieder austoben, um passende Akzente zu setzen. In unserem Fall bleiben die alten Gebrauchten dran, um die Optik so zu erhalten. Eine schöne Schraube hier, ne? Auf zum Herzstück, dem Motor. Wie ihr seht, wir haben alles soweit vormontiert, dabei aber ein paar Details geändert. Dazu später mehr. Den Motor hängen wir als erstes hinten ein. Mit Unterlegscheibe, Federring und Mutter sichern wir den Bolzen. Der Motor kann nun in den vorderen Halter gehoben werden und der kleine Bolzen wird, zur Not mit leichten Hammerschlägen, in Position gebracht. Zieht beide Schrauben fest und schon sitzt der Motor. Jetzt können wir die Kette auflegen und das Kettenschloss von hinten ansetzen. Vorne kommt dann das Gegenstück und das Sicherungsblech drauf. Beachtet dabei die Drehrichtung der Kette, damit sich die Sicherung nicht versehentlich im Betrieb öffnen kann. Jetzt können wir unser Moped auch wieder durch die Gegend schieben.
Eine Sache, Chris, wir dürfen nicht vergessen, die Kette zu fetten. Mhm. Die Kettenspannung einstellen und die Spur einstellen, die Bremse hinten, die Bremse vorne. Ein Lenker wäre ganz cool, der Vergaser muss eingestellt werden und Elektrik brauchen wir auch noch. Eine ganze Menge Baustellen, wie ihr seht. Und eine Sache ist euch vielleicht gerade schon aufgefallen, der Star wird nicht mehr so ganz, wie er mal da stand. Und eine Sache hat auch größere Auswirkungen und der Ansaugstutzen am Motor, der hat es vielleicht einigen schon verraten. Doch ich würde sagen, das machen wir nochmal in einem separaten Video, das wird nämlich noch ein etwas größeres Thema. Und in diesem Sinne bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Aber sieht schon echt schön nach Moped aus. Mhm. Ja. Ich bringe dir erstmal ein paar Sticker mit von der zweiten Brigade. Ich kann sie da draufkleben. Oh ja. Auf den Gorillack. Ja, natürlich. Das Schöne ist, wenn du ihn lange genug drauf lässt, brennt sich das ein in den Lack.